Die erste Jahreshälfte 2017 hat sich als positiv für die meisten Anlageklassen erwiesen. Unsere 10 Themen haben dabei eine überzeugende Wertentwicklung gezeigt. Allerdings ist das Jahr noch lange nicht vorbei. Lassen Sie uns beginnen mit der multidimensionalen Divergenz. Die US-Notenbank dürfte die Zinsen weiter anheben. Wir gehen von 2 weiteren Zinserhöhungen in den nächsten 12 Monaten aus und erwarten eine davon bis zum Ende dieses Jahres. Wir gehen davon aus, dass die EZB in den ersten Monaten 2018 beginnen wird, ihre Anleihekäufe zu reduzieren. Allgemein denken wir, ist dies ein positives Signal in Bezug auf die makroökonomische Entwicklung der Eurozone. Aufkommender Protektionismus. Präsident Trumps Handelspolitik hat sich bislang als weniger kämpferisch erwiesen, als sein Wahlkampf erwarten ließ. Die Neuverhandlung von Handelsabkommen, zum Beispiel mit Ländern wie Mexiko, erscheint dabei wahrscheinlicher, als dass umfassende Veränderungen zu erwarten wären. Im Ergebnis wirkt diese abnehmende protektionistische Rhetorik als Unterstützung für unseren Ausblick für Aktien aus Schwellenländern. Unser nächstes Thema: eine realistische Sicht auf die Zinsentwicklung. Die im Jahresverlauf gesunkenen Zinsen stehen nicht im Einklang mit der Verbesserung und dem Anstieg des Wachstums. Ein sich beschleunigender, synchroner globaler Konjunkturaufschwung in Kombination mit einem Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank und einer weniger akkommodierenden Geldpolitik seitens der EZB und der Bank of Japan sollten sich bis Jahresende in steigenden Zinsen niederschlagen. Dabei bleibt die Inflation ein wichtiger Faktor. Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass die Inflation nicht massiv ansteigen wird. Und das ist eine positive Nachricht. Wir halten an unserer Einschätzung Vertrauen in den Anleihemarkt fest. Die Marktsegmente, die das größte Potenzial in Form einer Reduzierung von Risikoaufschlägen aufweisen und am stärksten von einer Beschleunigung des globalen Wirtschaftswachstums profitieren dürften, sind Investment-Grade US-Dollar und Schwellenländeranleihen. Mit Blick auf die Aktienmärkte haben wir gesagt, Gewinne im Fokus. In der Tat konnten wir im ersten Halbjahr eine sehr positive Entwicklung der Unternehmensgewinne beobachten. Ein starkes Gewinnwachstum in den USA und Japan wurde hierbei nur noch von der Gewinnentwicklung und den positiven Gewinnrevisionen in der Eurozone und in den Schwellenländern übertroffen. Insofern halten wir insbesondere an der konstruktiven Einschätzung für die beiden zuletzt genannten fest. Zudem möchten wir einen bestimmten Sektor hervorheben: fortschrittliche Technologien, auch bekannt als Next Gen Tech. Dieser Sektor hat etwa 20% seit Jahresbeginn rentiert. Daher wären wir auch nicht überrascht, wenn wir Rückschläge sehen würden. Nichtsdestotrotz sehen wir weiteres Aufwärtspotenzial für Investoren. Kommen wir zu Rohstoffen und Währungen. Zu Beginn des Jahres gingen wir von einem limitierten Potenzial für die Ölpreisentwicklung aus. Diese Einschätzung war durchaus richtig und wichtig, wenngleich wir unsere Prognose nun auf 50 Dollar pro Barrel WTI reduziert haben. Dies basiert im Wesentlichen auf einem nach wie vor hohen globalen Angebot. Andererseits gehen wir davon aus, dass der Ölpreis zwischen 40 und 45 Dollar gut unterstützt sein sollte. Denn ab diesem Preisniveau dürfte die Ölförderung für zahlreiche Produzenten unrentabel werden. Hierdurch sollte das Angebotswachstum limitiert bleiben. Zu den Wechselkursen, insbesondere zum US-Dollar. Den US-Dollar wieder zur Stärke verhelfen? Ja, aber innerhalb eines begrenzten Zeitfensters. Die Wahlergebnisse in Europa gingen mit einem stärkeren Euro einher und haben zu einem Kursanstieg an den Märkten geführt. Für die nächsten 12 Monate gehen wir jedoch davon aus, dass der Euro-Dollar in seiner aktuellen Handelsspanne von 1,05 bis 1,15 bleibt. Nachrichtenhysterie, die, wie wir erwähnten, in diesem Jahr vorherrschen dürfte. Wir sehen gewisse Risiken im Markt, die zu höherer Volatilität führen könnten. Verzögerung bei der Umsetzung der Trump-Agenda, geopolitische Risiken, hohe Marktbewertung. Zusammenfassend, wir sollten nicht sorglos werden und das Umfeld niedriger Volatilität als selbstverständlich voraussetzen. Unser letztes Investmentthema war und ist auch weiterhin zukünftige Themen schon heute. Die fundamentalen Faktoren, welche unsere 4 langfristigen säkularen Themen treiben, werden immer stärker sichtbar und damit zu einer Art Anker für das Investmentportfolio. Anzumerken ist, dass alle 4 Themen Cybersecurity, Millennials, Alterung der Weltbevölkerung und Infrastruktur seit Jahresbeginn einen erfreulichen positiven Renditebeitrag geleistet haben.